Ein herzliches Willkommen auf meinem YouTube-Kanal Gaming TV. Heute spielen wir wieder den Euro Truck Simulator. Es kann natürlich sein, dass ich mich wieder über irgendwas drüber aufrege, aber das kennt ihr ja von gestern schon von mir. Und ja. Starten wir mal. Ich hatte ja gestern diesen LKW verunfallt, der liegt wahrscheinlich genauso noch wie gestern da. Und den fahren wir jetzt weiter. Beziehungsweise muss das Ding erstmal zur Werkstatt. Erstmal darauf eintrinken. Ja, ehrlich. Puh, die Ware ist aber denn jetzt, die ist wohl im Arsch, würde ich mal sagen. Naja, egal, wir fahren trotzdem. Dann kriegen sie halt kaputte Ware. Die Ware ist definitiv im Eimer. So, LKW ist wieder heile. War das in Weimar. Dann soll ich hier raus und fahren mal woanders hin. Kurve besser einschlagen würde. Sag mal. Ja, fahr noch gegen den Baum. Es ist doch doch Gott. Fängt doch schon wieder gut an. Rum jetzt mit dem Hahn. So. Und jetzt fährst du gefälligst mal hier lang. Ja, jetzt kippt die Karre schon wieder um. Es ist gut, ich bin gleich da und dann kannst du dort da. Das ist ein toller Weg. Was fährst du denn da im Weg rum? So, ich darf durch bin. Nee, gut. Ich bin jetzt da vorbei. So, wo geht es? So, da vorbei. Raus. So. So spät. So, das ist gut. Raus. Fast 800 Liter. Der Tank ist zwar groß von dem LKW, aber wenn er leer ist, ist es schlecht. Das ist ja eine abgerannte Phase hier. Das ist ja das letzte Loch. Und draufgefahren. Du fahr jetzt.
und wieder drauf gefallen. Das machen denn die LKW-Fahrer immer, schön tief drauf. Also, wenn die jetzt nicht aus dem Puschen kommen, dann schiebe ich sie weg. Anspringen wir fest und dann wird die Sache gemacht. Das ist die Fahrt. Ja, gut, das ist, glaube ich, weg von der AG. So, haben wir 20 Minuten sollten ja klar gehen, dass wir die Ware da hochkriegen und dann passt das. Gute Ware, sag ich mal so, wie es ist. So, der geile Kreisel wieder. Rüber gefahren bin mit dir gestern, das habe ich ja in meinem Video gesehen, dann bin ich da so ein bisschen näher drüber gefahren und dann ist er umgekippt mit dem Radreifen drüber und ja, da ist er umgekippt. Da wird's mal wohl was. So ein bisschen kriegst du auch nichts raus. Heute haben wir leider keinen Motorsound, also ich habe keinen Lautsprecher-Sound, weil Box-Idee. Weil ich habe jetzt keine normalen Boxen, wie es am PC ist normalerweise. Ich habe mir halt so eine Bluetooth-Box gekauft und dann habe ich halt die normalen Boxen weggemacht. Beziehungsweise habe ich sie verschenkt und ja. Den Weg, der wäre schon längst eigentlich erledigt gewesen, aber nein, weil gestern der LKW ja sich gedacht hat, ach, ich mache jetzt mal einen Unfall, der von den ganzen Kackbildern fahren. Also wie viel der Raststätte war. So, jetzt drücke ich den mal auf 230 hoch. Hier war das, glaube ich, hier habe ich einen Unfall gebaut. Ich glaube, das war so. Ja, ihr steht da genau. Alles klar, das Auto fliegt jetzt auch weg. Aber er ist diesmal stehen geblieben. Er ist zwar jetzt kaputt gegangen, aber mal gucken, wie weit wir noch mit der Karre kommen. Ja, Motor defekt.
Mal gucken, wenn jetzt eine Werkstatt kommen sollte, dann fahre ich die nächste mal runter. Fahre in eine Werkstatt. Wenn jetzt nochmal, dann werde ich wieder da abgeschleppt, dann kann ich wieder die Ecke dort fahren. Ja, aber weil die ja gebremst hat. Und allein das Auto, wie das geflogen ist, Digga. Es ist so ein Fest, jetzt bremst. Ich habe keinen Bock, noch mehr Schaden am LKW zu haben. Ja, wenn er jetzt ausgeht, ich glaube, dann geht er nicht mehr an. Schade. Was war das denn von wieder? Geht ein Auto und irgendwas hat da. Ansonsten ist das Spiel eigentlich so das. Ne, das ist auch teilweise mit den Unfällen wegen des zu starken Motors. Eine Mautstation. Mal gucken, ob die mich durchlassen. Das ist aber eine ganz gefährliche Steigung. Wollen wir aber nicht. Da sind wir relativ weit schon gefahren. Also hier war ich definitiv noch nicht. Naja, ich sag mal, solange die Mühle fährt, fährt sie. Wenn die Karre dann ausgeht, geht sie halt aus. Gestern habe ich mich ja auch aufgeregt, dass diese Bottkarre einfach, ne, umgekippt ist und dann war ich wieder da an der Stelle. Ja. War nicht so geil. Was ist der denn mit dem Bagger hier? Der Bagger da noch die Straße auf. Ich weiß, was der vorhat. So, komm. Und jetzt können wir auch die komplette Crew schaffen, weil es sind ja nur noch 400 Kilometer. Die schafft man doch dicke. Ein bisschen gut, ein bisschen quälen. Und so das. Ich weiß nicht, was hier los ist. Warum fahren wir denn so langsam hier? Das ist eine Autobahn. Und keine Stadt. Ich lasse sie fahren. Der LKW Heidelberg, ich würde sie weg.
muss mir vielleicht mal einen Mod runterladen. Ist der LKW unkriegbar. Beziehungsweise habe ich die Mod, aber ich habe sie noch nicht aktiviert. Ah, er wäre eben wieder gekippt. Obwohl ich nirgendwo dran gefahren bin. Ja, 16, 20 Minuten sind wir da. Und der Kracher mit dem einen Auto, was da, das ist wirklich absolut, das ist weggeflogen eher. Aber wie? Das war der Hammer. Keine Werkstatt, so ein Mist aber. Fahr mit deinem PKW, sonst schiebe ich ihn dir gleich weg. Was ist denn das hier für eine Geschichte? Naja, ich fahre auch jetzt darum. Nur weil die hier einen Unfall gebaut haben, ne. Das sehe ich aber nicht ein. Das hatte ich schon mal. Kurz bevor du da bist, ein Unfall. Wo ich mir denke, dann können sie dir den Scheiß, den sie da, oder wenn die da schon dabei sind, können sie doch mal den Scheiß da wegräumen, dass man da auch wieder langfahren kann. Anstatt da Kaffee zu trinken und den Autos zuzugucken, wie sie da schön die Umleitung fahren. Den hätte ich jetzt mal mitgezogen. Vielleicht so zwei Meter mehr, dann hätte ich, dann wäre das Auto wieder um LKW. Es wäre ein Fest gewesen. Wie der. Schön am Auflieger machen wir schön wieder ab. Funktion kann ich auch nichts führen. Musste warten, bis eine Werkstatt finden.
Es ist am helligen Tag will der pennen oder was? Nee. Das sehe ich nicht ein. Ja, wieder ein Unfall. Wie viele Unfälle wollen die denn noch hier auf die Fahrbahn machen? Vielleicht fahre ich echt in irgendeinen Unfall rein. Dann ist der LKW in die Rolle. Wenn ich jetzt nochmal irgendwo reinfahre, dann war es das. Wenn ich jetzt nicht darauf geachtet hätte, ich wäre wahrscheinlich weitergefahren. Gerade so noch festgestellt. Ja, das war jetzt falsch, aber auch egal. Das darf ich nicht angezeigt werden. Also ganz ehrlich, was ist denn das hier für eine verkorkste Scheiße? Also. Ja, genau, fahr ich nicht voller. Wie war das jetzt so? Noch beknackter geht's nicht, also ganz ehrlich. Achso, jetzt darf ich nochmal zurückfahren oder was? Also. So ein Schwachsinn, also ganz ehrlich. Verkehrst du dich dumm und dämlich, ja. Ja, wieder 400 Kilometer, ich werde nicht mehr, also ganz ehrlich. Also da runter gelotst, dann sollst du da irgendwie abbiegen, wo du gar nicht zurechtkommst, weil die Straßen komisch gemacht haben. Ja, und dann verfährst du dich. Also
wenn ich da jetzt nochmal runterfahren soll, ich fahre da weiter, ist mir egal. Und der Auftrag wird halt beendet, dann hat sich das nämlich erledigt. Da ist doch der scheiß Weg. Eben, da fahre ich nicht nochmal runter. Der LKW geht noch vom Ziel, geht er noch kaputt, dann fährt er gar nicht mehr. Aber, geht aber. Autofahrer. Wieder so eine Pfeife. Theoretisch müsstest du alle zusammenschieben. Ach, hätte ich doch dann lang gemusst. So, jetzt stelle ich mich erstmal schön hin. Was das so zu machen? Geht doch. Keine 400 Kilo nochmal Umweg. So ein Schwachsinn. Und der Karre hier fällt doch eh. Wenn wir jetzt Pech haben, bleibt es hier. Ach, ist eh gut, Leute. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Lasst gerne ein Abo da und ja, bis dann. GamingTV ist raus. Ciao.